Hallo, meine Liebe. Ich wollte mal etwas ganz Wichtiges mitteilen. Und zwar, das ist für dich, wenn du wirklich bereit bist, die Sache anzugehen, dass dein Leben sich im Außen so zeigt, wie das du dir eigentlich wünschst. Weil du bist der Schöpfer. Du bist die Energie, aus der alles entstanden ist. Und es gibt so viele Worte, die genau das sagen. Es gibt so viele Sätze, es gibt so viele Aussagen, wo du immer wieder daran erinnert wirst, ja, ich bin der Schöpfer, ja, ich bin der Manifestor, ich kann alles manifestieren, ich kann alles haben, was ich möchte. Nur letztendlich, wie mache ich das? Was genau ist zu tun? Und was nicht ausreicht, ist schöne Worte zu hören. Was nicht ausreicht, ist Sätze zu hören in seinen Ohren, die resonieren. Was nicht ausreicht, ist Wissen anzuhäufen. All das reicht nicht aus. Die Umsetzung ist wichtig. Und die Umsetzung kommt mit einem Dranbleiben. Die Umsetzung kommt mit dem, was du tust in deinem Kopf, also was du denkst, was du für Ansichten hast, was du für Überzeugungen hast. Und da geht es hier nicht um Glaubenssätze, sondern da geht es wirklich nur darum, wer du bist. Wer du bist in diesem Leben und welche Energie du bist. Und du siehst es. Leute, Menschen, die das haben, was du schon möchtest, die verhalten sich auf eine gewisse Art und Weise, die zeigen sich auf eine gewisse Art und Weise, die sprechen auf eine gewisse Art und Weise. Und hier kommt es niemals darauf an, was gesprochen wird, was die Worte sind, sondern es kommt die Energie an von dem, der da spricht. Und das musst du verstehen, dass du nicht in der Energie, in der dein Leben jetzt sich zeigt, mit den Facetten, die du nicht haben möchtest, dass es eben um die Energie geht, die du hast, die du bist. Da draußen zeigt sich deine Energie. Das sind sozusagen alles Ableger von dir. Alle Menschen, die du siehst, alle Situationen, die du siehst, das sind Ableger von dir. Und das ist manchmal nicht angenehm zu sehen, dass diese Ableger vielleicht nicht liebevoll sind, vielleicht nicht großzügig sind, vielleicht nicht anerkennend sind, vielleicht nicht unterstützend sind. Aber das liegt nicht an den Ablegern, sondern das liegt an dir. Und du verstehst wahrscheinlich schon lange, wenn du mir hier folgst und zuhörst, dass in uns, in unserem Inneren viele Verletzungen noch da sind, viele Enttäuschungen da sind, viele Ängste da sind, die genau sich im Außen zeigen. Und es ist so fantastisch, wenn du auch Coach, Berater, Therapeut oder sonst irgendein Dienstleister bist. Du hast immer Ängste in dir. Du hast immer Dinge in dir, die du nicht möchtest. Du hast immer Situationen, die du ablehnst. Du hast immer Menschen, die du ablehnst. Du hast immer Ansichten, die du ablehnst. Und du hast immer Werte, die du ablehnst. Und jetzt geht es darum, zu lernen, wie, damit, dass du nicht diese von dir abgelehnten Dinge weiterhin oder diese von dir beängstigten Dinge weiterhin in dein Leben holst. Was machst du? Wer musst du sein? Wie kommst du dazu, diese Person zu sein? Wie kriegst du das hin? Und das ist das Einzigartige und Außergewöhnliche, was du bei mir lernst, verstehen lernst, integrieren lernst, verinnerlichen lernst. Wie du das machst, wie du das machst für dich selber, krass authentisch, genau das zu sein, was du möchtest, diese Person zu sein, dich so zu fühlen, wie du dich möchtest, ohne irgendeine Einschränkung.
Und das will jeder. Aber das Wissen dazu, das krasse, klare Wissen über das Management der Energetics. Und was sind Energetics? Energetics sind die Energien, die wir kreieren. Und die kreieren wir durch unsere Denkweise, durch unsere Werte, durch unsere Ansichten, durch das, was unsere Normen sind, durch unsere Verhaltensweisen, durch unsere Reaktionen. Das alles sind Energien. Und all das wird ausgestrahlt, all das kommt aus dir raus. Wenn du genervt bist, wenn du angepisst bist, wenn du ängstlich bist, wenn du etwas da draußen beobachtest, was deine Haltung dazu ist, was deine Einstellung dazu ist. All das ist die Energetics um dich herum. Und es ist so, so spannend. Es lügt nie. Wenn du irgendetwas beobachtest bei anderen Menschen, dann ist es deren ihre Energetics. Das hat nichts mit einer Generalisierung zu tun, die wir immer in unserem Kopf machen. Wie zum Beispiel Leute, die sich exponieren, die erfolgreich sind, die öffentlich erfolgreich sind, die sind häufig Opfer oder laufen in Gefahr, Hater zu haben, anzuziehen, kritisiert zu werden, runtergezogen zu werden, fertig gemacht zu werden. Auf die wartet quasi ein Shitstorm. Und ich sage nein. Ich sage nein. Es wartet auf niemand einen Shitstorm, wenn er ein Konzept von einer erfolgreichen Frau oder eines erfolgreichen Menschen hat, das geliebt wird, das einfach bedingungslos geliebt wird, das weiß, wie das generiert wird in sich, innen drin, wie ich zu dieser Person werde, die alles hat, die alles darf, ohne gehatet zu werden, ohne abgelehnt zu werden, ohne in den Dreck gezogen zu werden. Und genau das ist so wichtig zu wissen und zu verstehen, weil wenn du diese ganzen Zusammenhänge verstehst, dass alles da draußen nur dein Pushed Out ist und dass, wenn du bei jemandem anderen zum Beispiel irgendwelche Probleme siehst und irgendwelche Ängste hast, weil du sagst, oh mein Gott, das könnte mir auch passieren, dann hat es nichts mit der anderen Person zu tun, sondern dann hat es damit zu tun, dass in dir genau die gleiche Energie schlummert wie in dieser anderen Person, dass du quasi in Resonanz mit der anderen Person gehst, weil du eigentlich grundsätzlich die andere Person bist und dich identifizierst mit jemandem da draußen. Und das Geile an der Sache ist, du musst dich mit niemandem echten, reellen da draußen identifizieren, sondern du kreierst deine Divine Design Version von dir und mit der identifizierst du dich ausschließlich. Auf diese Person kommst, zu dieser Person kommst du immer wieder zurück. Und das ist so eine tricky Arbeit für den Verstand, bis er diese Sachen genau so sieht, dass es dich in diese Person wieder reinschmeißt, in die du, aus der du eigentlich das Leben heraus erleben möchtest. Und das lernst du in meinen Coachings. Du lernst ganz genau diese Zusammenhänge zu verstehen. Und im zweiten Schritt lernst du diese Zusammenhänge anzuwenden, diese Energiearbeit zu machen. Und zwar so, dass du nicht meinst, du müsstest eine äußere Energie generieren oder transformieren, sondern dass du erkennst, dass du die Energie bist, aus der dein Leben gemacht ist. Und wie du das handelst, wie du damit umgehst, was für Ansichten du da hast, wenn du vor allem merkst, Scheiße, ich habe mir so viel Scheiße generiert. Ich habe mir so viele Schmerzen generiert, so viel Leid generiert. Oh mein Gott, wie handelst du das? Wie gehst du damit um? Wie kannst du verstehen, dass es nicht schlimm ist? Wie kannst du verstehen, dass alles, was eigentlich relevant ist,
jetzt passiert und dass du dieses Jetzt jetzt generierst und das nächste Jetzt im nächsten Moment und im nächsten Moment, wie kommst du dazu? Und dazu brauchst du ein spezielles Mindset. Und das ist das Divine Design Mindset. Und das beinhaltet alles, was du brauchst. Alle Aspekte, Erfolg, Familie, Beziehung, Liebe, Glück, Selbstliebe. Dieses ganze Spektrum. Und erst wenn du das wirklich on point hast, wenn du das wirklich integriert hast, wenn du quasi dir alle Erlaubnis auf dieser Welt gibst, nur das Gewollte und das Gewünschte in dir aufzunehmen und in dir zu vereinen, egal was es sonst noch gibt, egal was da sonst noch draußen ist, dass du stur bei deinem Drehbuch bleibst, egal wie viele Drehbücher da draußen noch zur Verfügung stehen, dass du in der Rolle bleibst, dass du im Gefühl bleibst, dass du stabil bleibst, egal was dir sonst noch angeboten wird an Ansichten, an Rückschlüssen, an Meinungen, das ist so wichtig, dass du dein eigenes hast. Und dann kommt es auch nicht zu solchen Sachen wie oft, oh, Social Media und es geht mir auf den Keks und ich ziehe mich zurück und ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Ja, was ist denn dein Social Media? Wer sitzt denn da draußen? Mit wem kommunizierst du denn in deinem Social Media? Vor wem musst du dich denn zurücknehmen? Wieso glaubst du denn überhaupt noch, dass da irgendjemand da draußen sitzt, der ein Problem mit dir haben kann? Wenn du das glaubst, wenn du das spürst, wenn du dich als so eine siehst, mit dem irgendjemand ein Problem da draußen haben könnte, dann wird das Leben dir das beweisen, dass du immer recht hast, weil du bist der Schöpfer. Du manifestierst Stein und Bein genau das, was du glaubst, was du bist und wer du bist und wer du für andere bist, wer du in deinem Business bist, wer du in Bezug auf deinen Partner bist, wer du in Bezug auf die Menschheit bist. Das ist so wichtig, dass du hier diese Foundation dieser Divine Design Energetics hast. Ich habe Masterclasses für die einzelnen Bereiche. Das kannst du bei mir in einem Selbstlernkurs, kannst du das lernen. Aber jetzt kommt mein Angebot. Wenn du jetzt endlich nicht mehr so lange warten möchtest, komm in mein langfristiges Mentoring. Es gibt es noch für 6.000 Euro, 12 Monate, wir starten im Januar. Hier geht es darum, deine authentische Erfolgsmentalität zu generieren und gleichzeitig im Außen als Reflexion, als Manifestation den Cashflow zu beobachten, den du haben möchtest. Das ist das Programm mit deiner authentischen Erfolgsmentalität zum Cashflow. Es ist jetzt immer noch für 6.000 Euro zu haben. 6.000 Euro. Ein ganzes Jahr. Und ich biete es dir jetzt hier nochmal von ganzem Herzen an. Bis Weihnachten, als dein Geburtstagsgeschenk, halte ich dir diesen Preis. Und dieser Preis ist es wert, ist es hundertprozentig wert, weil du bist 6 Monate lang hier dran, genau diese Reise, die Divine Design Reise Transformation für dich zu machen und diese wichtigen Punkte für dich zu nageln. Wer bin ich authentisch in meinem Divine Design? Was ist meine Haltung in Bezug zum Erfolg für mich und für andere? Gleichzeitig, wer darf ich sein, damit ich permanenten Cashflow in mein Leben ziehe? Das sind die 3 allerwichtigsten Punkte, die in diesem Programm bearbeitet werden, aus allen möglichen Perspektiven. Es geht darum, dass du dich auspackst, das Zeug, was dir nicht dienlich ist, an Meinungen, Ansichten und Überzeugungen, Rückschlüssen, Geschichten, alles, dein ganzes Inneres, dass du das vor dir auf den Tisch legst und anfängst, es neu zu sortieren.
will ich nicht haben. Will ich mehr davon? Das kann weg. Das dient mir nicht, das brauche ich nicht. Aber dazu musst du dich öffnen und das dich auspacken. Dich auspacken, und das braucht einen Rahmen, in dem du das dir erlaubst, in dem du dich geschützt fühlst, weil du weißt, du wirst mit den göttlichen Augen der Liebe und der Perfektion gesehen. Und das Auspacken bedeutet nur, du packst das Zeug weg, was nicht zu dir gehört. Du packst Sachen an, die du angenommen hast, unbewusst, die dir übergeschüttet worden sind, die du gemeint hast, dass du sein müsst, dass du tun musst, wo du meinst, das macht dich besser. All dieses Zeug gehört in Wahrheit nicht zu dir, zu deiner Divine Design Version. Und du darfst jetzt anfangen aufzuräumen, auszupacken, dass nur noch die authentische Version von dir bleibt, die erfolgreich durchs Leben geht und mit Cashflow überschüttet wird. Verstehst du? Mit Cashflow überschüttet. Das ist alles nur Energie. Und du kannst diese Person sein, diese Frau sein, dieser Mensch sein, der so lebt. Und das sind so viele Sachen in unseren Köpfen, von denen wir nicht wissen, dass sie dafür verantwortlich sind, dass sich in unserem Leben Dinge, Situationen, Begegnungen zeigen, die wir nicht haben wollen. Und die müssen wir loslassen, loswerden, auspacken. Die müssen raus aus deinem System, die müssen raus aus deiner Energie. Und wie geht das? Das geht nur, indem du bereit bist, sowas von nackt und göttlich, wie in deiner Geburtskleidung nackt. Ja? Das heißt ja, dein Geburtsanzug ist nackt, nackt. Da ist nichts mehr, was du verstecken musst. Du bist so nackt, ohne Bullshit, ohne hässliche Klamotten, ohne Kleider, ohne Verhüllung, sondern du bist bereit, nackt dazustehen und zu sagen, ich bin großartig und für mich ist ein großartiges Leben gedacht in aller Freude. Und ich weiß selber, wie schwer das ist, sich nackt zu machen. Und ich habe so einen langwierigen Prozess hingelegt, bis ich für mich erstmal rausgefunden habe, was ist konkret zu tun? Was sind die Aufgaben, die ich erfüllen muss? Was bringt mich dazu, tatsächlich zu glauben, anzunehmen, dahinter zu stehen, dass ich so nackt und so großartig sein kann? Und das ist die Divine Design Reise. Und das ist etwas, was ich perfektioniert habe, wo ich jeden Humbug rausgenommen habe, wo alles so klar ist und so viel Sinn macht, wenn ich es aus der energetischen Perspektive sehe. Und ich habe nichts anderes als Energie, weil alles, was ich nachher in Form sehe und was ich zusammenbastle in meinem Kopf, das habe ich aus irgendeinem Grund, der eigentlich total unangeblich ist, zusammengebastelt. Und wenn ich es zusammengebastelt habe und es sieht so aus, wie ich es nicht haben möchte, dann muss ich wissen, wie kann ich es auseinanderbasteln und so zusammenbasteln, dass das rauskommt, was ich haben möchte. Und das ist die Arbeit, die zu tun ist. Und diese Arbeit, wenn sie kontinuierlich, kompromisslos verfolgt wird, dann führt sie zum Ziel. Und es muss nur ein Ziel wirklich für dich gelten. Ich will gesund, glücklich, happy und voller Erlebnisse dieses Leben irgendwann mal verlassen. Darum geht's. Und Geld oder die finanziellen Ressourcen, die sind nur eine Konsequenz von deinem Seinszustand.
Deswegen melde dich jetzt noch vor Weihnachten an. 6.000 Schweizer Franken für ein ganzes Jahr Mentoring. Du findest das Angebot auf meiner Homepage mit deiner authentischen Erfolgsmentalität zum Cashflow. Da steht genau drin, was du bekommst. Wir haben einen Zoom-Call im Monat, einen Telegram-Austausch in der Woche und täglichen Austausch in der Telegram-Gruppe Community bis zum Ende des nächsten Jahres. Und sofort, wenn du buchst, kriegst du von mir, je nachdem, wo du stehst, die entsprechende Masterclass, die genau da dich abholt, wo du jetzt gerade bist. Und wir starten alle zusammen im Januar und haben ein krasses Jahr Mentoring vor uns. Dieses Angebot gilt bis Weihnachten zum 24.07.2022, 6.000. Danach kannst du immer noch einsteigen, aber dann sind es 12.000 Franken, Schweizer Franken. Und wenn du dir das nicht wert bist, wenn du dir das nicht wirklich möglich machen kannst, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann liegt es daran, dass du entweder noch Angst hast und dir nicht selber vertraust, was alles rauskommen kann aus dir, was sich aus dir raus manifestieren kann, wenn du anfängst, die Person zu sein, die eben genau das lebt, was sie sich wünscht, bevor sie es im Außen sieht. Das musst du glauben können. Das musst du glauben können. Du musst glauben können, dass du es nicht machen kannst. Das musst du nicht glauben können, dass du es machen kannst. Du musst dir glauben können, dass du so lange dabei bleiben kannst, diese energetische Arbeit machen kannst, diese Arbeit machen kannst, dranbleiben kannst, die Arbeit machen kannst und so geduldig sein kannst, bis es sich im Außen zeigt, dass du so geduldig sein kannst, dass die Saat, die du säst, aufgeht mit Sicherheit, wenn du sie pflegst, wenn du sie hegst, wenn du den Samen wirklich dort in diesem Boden aufgehen lässt und geduldig gießt und schaust, wie es wächst und wächst. Wenn du bereit bist dazu, dann ist es dein Programm. Dann musst du wirklich einsteigen. Dann musst du mir vielleicht noch eine Frage stellen. Dann darfst du mir schreiben. Und dann buchst du bis Weihnachten, 24.07. 6.000 Schweizer Franken. Das sind 500 Schweizer Franken im Monat. Ich bitte dich, wenn dir das, diese Arbeit nicht wert ist, wenn dir das, diese Betreuung nicht wert ist, dann kann ich wirklich nur sagen, du möchtest es noch nicht wirklich richtig gut haben. Es tut mir leid, aber irgendwie musst du dich doch dazu bringen, dass du diese Frau wirst, die das Leben führt und erlebt, das dir vorschwebt. Irgendwie musst du doch diesen Wert in dir finden, dass es dir zusteht. Irgendwie musst du doch dein Divine Design in dir finden und in dir fühlen und spüren und verkörpern können. Weil wenn du das nicht tust oder nur irgendwie zu Teilen tust, dann wirst du eben nur anteilshaft deine Träume erleben können. Und nachdem es nur Energie ist und dass es nur eine energetische Arbeit ist, gibt es eigentlich keinen logischen Grund, außer den du dir vielleicht suchst und einredest, um zu sagen, ich darf nur Teile haben, ein Teil, Anteile reichen, gewisses Vermögen, eine gewisse Freiheit, ein gewisses Wohlbefinden, eine gewisse Fitness, eine gewisse Vitalität. Das ist ja angenehm. Das reicht mir. Das ist ja so viel besser, wie es vorher war. Meine Angebote sind für die Frauen, die einfach sagen, ich habe verstanden, dass alles möglich ist, dass ich keine Einschränkungen möglich machen muss und dass ich wirklich die voll von mir, alles von mir sein darf und alles leben darf. Und für dich ist das.
für dich ist es. Und es ist egal, wo du stehst, in welchem Bereich, wenn du irgendwo noch merkst, scheiße, ich bin nicht stabil, meine Emotionen reißen mich immer hin und her, ich habe diese Ups und Downs, ich erlaube mir viele Dinge nicht, ich erfreue mich an vielen Sachen nicht und eigentlich habe ich es ja so gut im Außen und ist ja eigentlich alles da und Haus und Hof und Kind und Urlaub und trotzdem fühlt es sich irgendwie nicht gut an. Ja, weil da noch diese Dinge sind, die du glaubst, dass die sein müssen, dass die dazugehören, an die du dich gewöhnt hast, wo du nicht weißt, warum, aber es ist einfach da und es fühlt sich so an und es ist immer so ein bisschen beängstigend, es ist immer so ein bisschen deprimierend. Genau dann ist das Programm für dich. Genau dann kommst du mit auch in dieses Jahresprogramm zu einem absolut Hammerpreis. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich weiß, dass dieser Preis absolut machbar ist. Ich habe so viel mehr schon, so viel öfter für Dinge investiert, die mir eigentlich nur eine Message gegeben haben. Du bist nicht gut genug. Du musst jetzt diesen Kurs noch machen. Du musst jetzt das noch lernen, damit du endlich gut genug bist. Und weißt du was? Ich sage dir aber, du bist schon gut genug. Aber du hast noch einfach Überzeugungen, Denkweisen darüber, dass du es eben nicht bist. Genau diese Sachen haben mich dazu geführt, so viel Geld auszugeben, aus einer Haltung heraus. Ja, deshalb machst du nicht gut, das musst du besser machen und nur wenn du es so machst, dann funktioniert es. Und ich sage dir, du bist gut genug, du kannst es machen, wie du möchtest, nur deine Energie muss on point sein. Du musst on point sein. Deine Divine Design Identität muss on point sein. Dann kannst du dir ausdenken, was du möchtest. Dann kannst du es machen, wie du es möchtest. Dann kannst du alles so konzipieren, wie du sagst, ja, das ist geil, das gefällt mir. Nur die Energie dahinter muss stimmen. Und wenn die nicht stimmt, kannst du Geld ausgeben, so viel du möchtest. Kurse kaufen, Informationen kaufen, Anleitungen kaufen, Methodiken kaufen, Techniken kaufen, Codes kaufen, so viel du möchtest. Aber du wirst immer noch die gleiche bleiben, die beschädigt ist, die nicht gut genug ist, die fehlerhaft ist, die noch im Mangel ist. Und das möchte ich mit dir im 2023 diesen Trugschluss, diese Fehlinformationen, die möchte ich mit dir ausradieren. Es ist ein Kurs, der genau sich auf das fokussiert. Es fokussiert sich nicht speziell auf Business, es fokussiert sich nicht speziell auf irgendein Umsatz, also ein äußeres Wissen oder ein Anwendungswissen in der äußeren Welt, sondern es geht nur um die Anwendung, das Management, das Selbstmanagement in der inneren Welt. Es geht nur darum. Alle Spezifika, die natürlich auch noch wichtig sind, kommen aber erst nachher, wenn du die Frau bist, die sich das zutraut, die sich so fühlt, die so auftritt, die sich traut, so aufzutreten. Wenn du diese Frau bist, dann holst du dir all diese spezifischen Informationen, Wissensgeschichten, wie Sachen gemacht werden im Außen, wer für was zuständig ist, was wo geht. Aber du musst es aus einer Energie heraus machen, die sagt, hier bin ich, authentisch in meiner Erfolgsmentalität verankert und ich habe den Cashflow. Cashflow ist meins, weil ich authentisch bin und weil meine Mentalität, meine Erfolgsenergie on point ist. Also, das ist mein Angebot für dich. Wenn du diejenige bist, die sagt, wow, das spricht jetzt genau zu mir, schreib mir oder schau auf meiner Homepage nach. Das Angebot ist da bei Coaching-Angebote bis Weihnachten. Zögere nicht mehr. Mach's dir möglich. Bis dann.